Wir von Echt Grün, eure Landwirte, bleiben heute mal auf der Couch. Spaß natürlich. Wir gucken, wie aus Kartoffeln Chips werden. Dafür geht es erstmal aufs Feld zu Landwirt Finn Johanning. Der hat ganz schön gut zu tun, damit aus der Kartoffel eine Kartoffelpflanze entsteht. Ich muss sicherstellen, dass Nährstoffe und Wasser vorliegen. Des Weiteren muss ich wöchentlich kontrollieren, ob die Pflanze befallen ist, zum Beispiel mit Kartoffelkäfer. Und ich muss die Farbe der Blätter muss ich beachten, dass kein Mangel von Nährstoffen vorliegt. Und bei den Nährstoffen sind wir doch gleich wieder beim Thema Chips. Wie sieht die richtige Chipskartoffel aus? Damit eine Kartoffel gut für Chips geeignet ist, muss die Kartoffel rund gewachsen sein. Sie braucht einen richtigen Stärkegehalt, ca. 19%, damit der Chip nachher nach der Fritteuse schön crunchig ist. Die Fritteuse steht gleich nebenan, bei Joe Snack in Rheden im schönen Niedersachsen. Die feinen Knollen kommen direkt vom eigenen Acker und werden noch an Ort und Stelle zu köstlichen Kartoffelchips verarbeitet. Aber zunächst müssen sie gewaschen, sortiert und geschnitten werden. Die rohe Kartoffelscheibe wird ja frittiert, im Anschluss wird sie gewürzt. Also im Endeffekt kommen unsere speziellen Gewürzmischungen da drauf in einer großen Trommel. Und danach, nach dem Prozess, haben wir dann den fertigen Chip mit seiner speziellen Gewürzmischung. Doch Chip ist nicht gleich Chip. Ja, beim Kesselchip ist die Schale der Kartoffel mit enthalten. Der Chip ist dicker geschnitten als normale, konventionelle Chips. Dann wird das Ganze schonend zubereitet, also schon frittiert bei niedrigen Temperaturen. Und am Ende kommt die Würzung drauf. Und schon sind sie fertig, die Kesselchips. Die Chips werden verpackt, kommen in die Tüte, gehen dann auf den LKW und werden deutschlandweit in die Supermärkte gebracht und transportiert und sind dann für jeden dort erhältlich. Und dort könnt ihr die Knusprigkeiten kaufen. Mit gutem Gewissen. Denn hier ist der Chipshersteller, der Bauer selbst. Das ist nicht nur klimafreundlich, sondern schmeckt auch noch gut.